Guten Morgen, Pamplona. Und herzlich willkommen bei Tag 4 auf dem Jakobsweg, der genauso anfängt, wie der letzte aufgehört hat. Mit Regen. Mein erster Weg führt mich zur Zitadelle. Noch sehe ich keine Pilger, aber das kann nicht mehr lange dauern. Denn heute geht's zu einem wunderschönen Ort auf dem Camino, der Aussichtsplattform Alto del Perdón. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, Gott zum Gruße, liebe Mitpilgernde. Das hier ist das Alberge. Das verlasse ich jetzt gerade. Da haben die sich richtig was einfallen lassen. Guck mal hier. Also da sagt noch mal einer, Touristen wären nicht sicher vor den Einheimischen. Guck mal, da sind die Latrinen. Und verlasse ich gleich Pamplona. Und es regnet. Kommt mal der Poncho zum Einsatz. So, dann gehabt euch wohl, ihr Lieben. Bis denn. Guten Morgen, Tag 4 auf dem Camino. Ich lasse jetzt Pamplona hinter mir. Will noch ein paar Eindrücke teilen von gestern. Das war sehr lustig. Sorry, dass es wackelt. Ich habe jetzt hier kein Gimbal. Nur so einen Selfie-Stick. Irgendwann auf dem Weg, da liefen zwei Leute an mir vorbei. Vollgepackt mit Rucksack, mit zwei Gehstöcken jeweils. Und im Stechschritt, Alter, so. So sind die gelaufen. Und ich dachte mir, jo, die haben einen Plan, die wissen, was sie tun. Irgendwann eine halbe Stunde später komme ich an einer Wiese vorbei und da machen genau diese beiden gerade Pause und machen einen Hampelmann. Haben ihre Plünden da abgelegt und dann zack, 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 so heißt es so, Hampelmann. Ich musste spontan lachen, aber vielleicht lachen die über mich genauso wie ich über sie. So ist es. Schon ein bisschen Zeit, um aus Pamplona rauszukommen. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich nehme einfach jetzt irgendeinen Kaffee, setze mich da rein und esse ein Frühstück. Aber faszinierend. Es ist Sonntagmorgen und die Cafés und Bars, die um 7 Uhr aufhaben, und das waren nicht wenige, sind alle proppevoll. Proppevoll. Wirklich, da stapeln sich die Leute. Ich weiß nicht, was ist los mit den Leuten? Die schlagen um 6 Uhr morgens die Augen auf und das Erste, was sie denken, Kaffee trinken. Dann ziehen sie sich eine Hose an und gehen raus. Aber ist doch schön. Ist alles ein bisschen sozial vernetzter hier. Heute geht es über 20 Kilometer bis Puente la Reina. Ich habe vor, kurz vor dem Ende noch einen kleinen Umweg zu machen. Zu einer kleinen Kirche, Santa Maria de Ornate. Ob die Kräfte dafür reichen? Mal schauen. Erstmal heißt es, das weite grüne Land hinter Pamplona einfach nur genießen. Thank you.
Na, wer bist denn du? Mein stiller Begleiter. Guten Morgen, Jungs. Papas Abenteuer ist voll im Gange. Heute ein leichter Anstieg auf einen Hügel. Da gibt es, glaube ich, Windräder und eine Kunstinstallation, so Skulpturen. Und ich wollte euch noch mal kurz sagen, weil ihr euch sicherlich fragt, warum macht Papa das? Papa macht das für euch, um euch zu zeigen, dass man mutig sein kann im Leben. Wenn mal was schief läuft, wenn mal was nicht so klappt, man findet immer einen Weg daraus. Man findet immer wieder einen Weg, um wieder fröhlich zu sein. Jungs, und das möchte ich euch mit diesem Weg auch zeigen. Ein Abenteuer, das man bestehen kann. Es gibt nicht nur schlechte Tage, es gibt viele gute Tage. Im nächsten Ort gab es einen kleinen Kiosk. Ich habe mir ein zweites Frühstück gegönnt und etwas an der Kirche ausgeruht. So, nur noch ein kurzes Stück, dann bin ich auf dem Alto del Perdón. Thank you.
Hier lässt es sich eine Weile aushalten. Ich saß mehrere Minuten einfach nur da und ließ meinen Blick in die Ferne schweifen. Aber hier oben ist auch ein Punkt, an dem man Freunde trifft. Es dauerte nicht lang, da traf ich Mike wieder, einen der Amerikaner aus Zubiri, und wir machten ein Foto. Und wenn ich mir heute all die Fotos anschaue, erkenne ich unglaublich viele Pilger wieder, die ich im Laufe der nächsten Tage noch kennenlernen werde. Hier zum Beispiel zwei wundervolle Ladies aus Australien, Tochter und Mama, die diesen Weg gemeinsam gehen. Ich habe die beiden kurz hinter Pamplona auf dem Weg kennengelernt. Und wer ist das? Nun, dieser sympathische Waliser wird meinen Weg auf unerwartete Weise bereichern. Zu diesem Zeitpunkt allerdings kennen wir uns noch gar nicht. So, nun heißt es aufbrechen. Ich muss langsam mal weiter. Bergab gehen ist uns allen mittlerweile nicht mehr so genehm, wie bergauf gehen zum Beispiel. Normalerweise tun ja nur die Füße weh, aber bergab kommt der Rest vom Bein dazu, vor allem die Knie. Und an dieser Stelle merke ich auch, bloß gut, dass ich einen Wanderstab gekauft habe. Genau hier habe ich übrigens auch eine, sagen wir mal, magische Camino-Begegnung. Wieder einer dieser Momente. Mehr dazu im heutigen Rückblick am Ende des Videos. Hallo Jungs, mir geht's gut. Ich zeige euch mal, wo ich gerade bin. Und hier ist ein kleiner Rastplatz mit einer Statue. Da mache ich gerade Pause. Ich gehe jetzt noch zu einer Kirche, die ist weiter links, und dann bin ich schon fast am Ziel. So etwa anderthalb Stunden, dann bin ich am Ziel. Dann melde ich mich wieder. Hier beginnt der kleine Umweg von etwa einer Stunde, den ich freiwillig nehme, denn ich will diese kleine Kirche besuchen, von der ich immer wieder in Büchern und Filmen über den Jakobsweg etwas erfahren habe. Der achteckige Bau im romanischen Stil stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde vor wenigen Jahrzehnten renoviert. Besonders ist hier auch, dass diese Kirche losgelöst von einer Gemeinde einfach im freien Feld steht. Leider waren die Türen verschlossen, so dass ich es mir dann auf der angrenzenden Wiese gemütlich gemacht habe. Bei Ausgrabungen hat man auch Gräber gefunden. In vielen davon hat man auch Jakobsmuscheln entdeckt. Es scheint, dass hier viele Pilger bestattet worden sind. Obwohl der Camino heute sehr gut erschlossen ist, war das nicht immer so. Viele Pilger sind gestorben. Und wie ich an kleinen Kreuzen und Denkmälern am Wegesrand hier und da immer wieder sehe, sterben auch heute Pilger auf dem Weg. Es ist ein Weg, der mit unseren Gedanken an Gott und eine geistige Welt verbunden ist. Und dazu gehört auch der Tod. Das macht nachdenklich und es vertieft in jedem Fall die Reise. Ich kann mir gut vorstellen, sollte ich ein hohes Alter erreichen irgendwann, dass ich dann sage, so Leute, das war ein schönes Leben, aber ich gehe jetzt mal wieder auf den Camino, macht's gut. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Und es heißt, jeden Atemzug bis dahin zu genießen. Atmen? Oh ja, ich lerne richtig atmen hier auf dem Camino, das kann ich dir sagen. Diese kleine Kirche ist ein besonderer Ort. Irgendwie fühle ich mich hier wohl. Der Umweg hat sich gelohnt. Später im Alberge sagen mir einige Spanier, dass sie hier in der Region alle diese Kirche lieben. Familien und Paare kommen hier einfach her, um zu picknicken oder Zeit zu verbringen. Alle kommen immer wieder gern dahin. Alle lieben diese Kirche. Und ich hoffe, ich sehe sie auch wieder. Und das hier war nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Ein schöner Moment. Ruhig und friedlich. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt aufstehen. Komm, wir müssen weiter. Wir müssen noch ankommen heute.
Das heutige Ziel ist ja auch nicht mehr so weit. Es dauert noch circa eine Stunde, bis ich im Alberge bin. Und obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, treffe ich dort den Mike wieder. Es ist nach Zubiri und Pamplona das dritte Mal in Folge, dass wir uns ohne abzusprechen am Abend begegnen. Mike ist übrigens derjenige, den ich am ersten Tag in Saint-Jean aufgenommen habe mit meiner Kamera, ohne ihn zu kennen. Mittlerweile aber lernen wir uns besser kennen. Eigentlich war ich ja davon ausgegangen, den ganzen Jakobsweg über allein zu sein. Nun, der Camino hatte andere Pläne mit mir, wie es scheint. Außerdem liegt mir im Bett gegenüber ein fröhlicher Mensch aus Wales. Und das, was er mir am Abend sagt und so anbietet, das wird mich noch eine ganze Weile begleiten. Dazu aber später mehr. Ich weiß das jetzt noch nicht, aber das, was sie alle die Camino-Familie nennen, beginnt sich langsam aber sicher zu finden. Buen Camino. In den meisten Alberges ist es so. Es gibt einen Kühlschrank. Da steht irgendwas drin. Und das kann man sich dann nehmen. Dann wird darauf vertraut, dass du das, was du nimmst, auch bezahlst. Es gibt aber keine Kontrolle. Und dafür gibt es nur ein mir bekanntes Wort. Vertrauen. Und dieses Wort legt sich mehr und mehr über diesen Weg. So, ich bin im Alberge angekommen und als erstes die Kleidung getrocknet. Ja, hallo zusammen. Ich bin angekommen in Puente de la Reina. Aufgebrochen heute früh in Pamplona, viel zu spät wieder. Ich wollte um 6 aufbrechen, es war dann irgendwann 7.30 Uhr. Hab mir dann noch einen schönen Kaffee gegönnt und die ganzen Pilger marschierten so an mir vorbei. Aber die habe ich alle wieder eingeholt, zumindest teilweise. Und die erste Etappe, so die ersten 2 Stunden, waren wirklich nett. Es hat ein bisschen geregnet erst. Irgendein Spanier hat mir gesagt, es sind eigentlich nur 3 Tropfen. Es waren auch nur 3 Tropfen. Und dann war ich irgendwann auf dem Alto del Perdón. Ja, das war so ein Platz, wo so ein Kunstwerk aufgebaut wurde, wo die Silhouette von Pilgern dargestellt wurde. Der Aufstieg war einfacher als erwartet. Ich habe gedacht, das wird anstrengender. Aber es ging. Das Wetter war schön und ich hatte keine Schmerzen. Und ich möchte hier gleich 2 Dinge mitgeben, die ich ja heute so bemerkt habe in mir. Beim Aufstieg. Da fiel so mehr und mehr so dieses Sozialregulative, was wir in uns tragen, ab. Dieses, wer ist besser, wer ist schneller, wer kann mehr und warum vergleichen wir uns eigentlich ständig mit anderen und werden verglichen von anderen? Und warum versuchen uns andere Leute immer ihr System und ihren Plan und ihre Struktur aufzudrücken? Und das auch noch mit dem Vorwand der moralischen Überlegenheit. All das spielt sich ja auch bei uns im Kopf ab. Das fiel mehr und mehr von mir ab. Ich wurde da deutlich lockerer, entspannter und hatte so ein bisschen eine Vogelperspektive. Das war beim Aufstieg. Oben habe ich dann bestimmt eine Dreiviertelstunde wieder Zeit vergeudet, um Videos zu machen. Und beim Abstieg wurde es richtig warm. Die Sonne schien richtig und entweder die Magie des Camino kickte rein oder es war die Hitze. An einer Stelle, ich war wieder völlig allein unterwegs, weil alle Pilger an mir vorbeigezogen sind und weil ich die Zeit mit Videos verbracht habe. Ich war dann also ganz alleine beim Abstieg. Und an einer Stelle kam mir plötzlich eine junge Frau, ein junges Mädchen entgegen, hatte so ein hell
rotes oder irgendwie Oberteil an, schwarze Hose, schulterlange schwarze Haare. Und sie kam mir ja sehr agil entgegen, ja, nahm wirklich große Schritte und dachte, okay, das ist ein 14-, 15-jähriges Mädchen, was da hier den Berg hochsteigt. Ich dachte mir, wow, krass, so ein junges Mädchen und schon so agil, also ne, Wahnsinn. Und hier wandern ist ja auch nicht das vordringliche Hobby von Teenagern. Und als sie näher kam, wurde ihr Gesicht dunkler und ich erkannte erste Falten. Und als sie so auf meiner Höhe war, wurde sie langsamer, viel langsamer mit einmal. Und ich sah in das wettergegerbte Gesicht einer alten Frau. Und ich dachte so, die ist jetzt gerade mal innerhalb von 10 Metern um, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre gealtert. Und ich stand da so. Und die Dame guckte mich an und ist dann schnell weitergegangen und dachte sich wahrscheinlich, wieder so ein Weirdo, so ein crazy Dude hier auf dem Camino. Und ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Ich bin eines Augenblicks einen kompletten Lebensweg einer Frau gesehen. Also, so viel kann ich schon mal sagen. Hier kristallisiert sich einiges, wenn du hier auf dem Weg bist. Ich dachte dann, ich komme pünktlich an. Mein Berge hat natürlich nicht geklappt, weil ich einen kleinen Umweg gemacht habe zur Kirche Oinata. Die ist sehr, sehr schön, hat mich aber auch wieder eine Dreiviertelstunde oder eine ganze Stunde gekostet, weil ich habe dann auch noch Pause gemacht da und habe ein paar Aufnahmen gemacht. Egal, es war eine schöne Kirche, ich habe sie gemocht. Ich bin dann weiter, ich brauchte dann doch noch mal eine Stunde hier zum Alberge, habe zum Glück ein Zimmer gebucht. Und das ist eins der schönsten Alberges. Nicht so Hightech-mäßig wie die anderen, die ich jetzt bisher besucht habe. Aber wunderbar familiär, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr herzlich wurden wir hier empfangen. Die ganzen Pilger, die da sind, die kenne ich noch nicht. Die lerne ich gerade kennen. Den einzigen, den ich natürlich kenne, das ist der Mike. Dessen Stimme habe ich zumindest schon mal gehört. Ja, werden wir den Abend noch irgendwie ausklingen lassen. Ich werde mir jetzt gleich was zu essen holen. Ich habe geduscht. Für Wäsche war keine Zeit. Mache ich morgen. Und dann heißt es Bubu machen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal hier mit ein paar Eindrücken von Puente la Reina. Du bist ja jetzt hier bei YouTube, ne? Und wenn du schon bei YouTube bist, dann abonnier doch mal hier den Kanal. Dann bist du immer mit dabei. Und gib einen Daumen hoch und aktivier die Glocke, ne? Ist auch wichtig. Auf der Suche nach etwas Essbarem durchstreifte ich noch ein bisschen die City. Ich hatte Hunger auf etwas Einfaches. Also bin ich einfach in irgendeine Bar gestolpert und habe nach einem Sandwich gefragt. Die Dame hinter dem Tresen meinte, du, tut mir leid, wir haben hier nichts zum Essen. Wir haben zu trinken. Warte mal, du, ich mach dir was. Setz dich hin. Dann ist die Dame schnell in ihre Privatwohnung geeilt und hat mir tatsächlich ein Sandwich gemacht. Aus den Sachen, die sie so im Kühlschrank hatte. Wahnsinn. Und es war sogar lecker. Ich war dann noch einige Zeit in der nahegelegenen Kirche und bin dann ins Bett gegangen. Morgen geht es nach Esteia. Puh. Aber weißt du was, ich brauch Schlaf. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Buen Camino. Und weißt du, wer die ganze Zeit an meiner Seite war? Die Maus. Die Maus flitzt nämlich nachts los und berichtet meinen Jungs, was Papa am Tag so erlebt hat. Dann wissen sie das, weil sie nämlich dann davon träumen. Sie träumen dann auch vielleicht davon, irgendwann mal
genauso ein Abenteuer zu erleben, was Papa gerade erlebt.